Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 3. Wir wollen gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, gestern haben wir gesehen, dass du alles, was du tust, gut machst und zu Ende bringst. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch heute an diesem Tag segnest mit deiner Verheißung, dass wir dein Wort gut verstehen können. Im Namen Jesu. Amen. Wir waren stehen geblieben in 1. Mose 2 und dort Vers 6. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Stellst du dir das praktisch vor? Gott kommt auf die Erde, formt den Staub und dann beugt er sich hinab und bläst in die Nase hinein. Das geht nur, wenn man jemandem ganz nahe kommt. Als Gott den Menschen geschaffen hat, ist er uns ganz nahe gekommen. Er möchte auch heute, an diesem Tag, dir ganz nahe sein. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott hat das Interesse, dass es uns wirklich gut geht und er gibt uns viel Schönes. So viele tolle Bäume, die er damals im Garten Eden gemacht hat. Schau mal heute in deinem Leben, was er alles Gutes für dich tut. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilt er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste hieß Pison. Das ist der, welcher das ganze Land Hawila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Belachharz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon. Das ist der, welcher das Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Ist dir aufgefallen? Da war Gold vorhanden. Gott hätte den Menschen aus Gold machen können. Er hätte ihn aus Edelstein machen können. Stattdessen hat er ihn aus Staub gemacht. Um zu zeigen, dass unser Wert, den wir haben, darin besteht, dass Gott uns das Leben gibt. Ohne Gott sind wir nur Staub. Aber mit Gott sind wir so ein kostbarer Schatz. Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit ihn bebaue und bewahre. Gott gibt uns unsere Aufgabe. Gott hat niemals gewollt, nicht einmal im Paradies, dass der Mensch nur faul daherliegt. Schau heute, was du tun kannst, welche Aufgabe Gott dir gibt und dass du auch produktiv sein kannst. Das ist Gottes Plan von Anfang an gewesen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Jeder Mensch ist frei. Auch wir sind frei zu entscheiden, ob wir Gott folgen wollen oder nicht. Und Gott warnt uns. Wenn er uns warnt, dann nur deswegen, weil er nicht möchte, dass wir sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Wie wir gesehen haben, Gott gibt gerne ab. Er delegiert auch Aufgaben an uns Menschen. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die man gesprochen hatte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er einen seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Hier könnte man ganz viel dazu sagen, aber halten wir fest, Gott freut sich, er wünscht sich menschliche Beziehungen und Gott ist der Beste, der für dich einen Lebenspartner finden kann, wenn du noch keinen gefunden hast.
Vertrau ihm das an. Bete vielleicht heute ganz besonders dafür. Und wenn du schon verheiratet bist, erinnere dich daran, dass dein Ehepartner die allerhöchste Priorität von allen Menschen in deinem Leben haben sollte. Mehr als sogar die Eltern. Und dass ihr nach Gottes Willen ein Fleisch sein sollt. Wirklich eine Einheit bilden sollt. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Hier tritt der Satan auf den Plan. Das Erste, was er macht, ist, er zweifelt am Wort Gottes. Der Rest der Bibel hat damit zu tun, dass dieser Zweifel sich im Herzen verfangen hat. Lasst uns dem Zweifel keinen Raum geben, sondern Gottes Wort vertrauen, so wie es zu uns spricht. Lasst uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die tiefsten Bedürfnisse unseres Herzens kennst und dass du uns geschaffen hast, damit wir dir ein Bild sein können. Danke, dass dein Wort uns auch warnt vor den Verführungen des Satans. Und gib, dass wir heute mit diesen Warnungen im Kopf auch durch den Tag gehen dürfen und vertrauen können, dass du das Beste für uns tun möchtest. Amen.